Wir begrüßen Sie vom vierten Spieltag der UEFA Champions League. Mein Name ist Wolf Fuß. Und ich bin Frank Buschmann, also für Sie das gewohnte Team am Mikrofon. Und hier herrscht schon wieder die gewohnte Champions League-Atmosphäre. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Galatasaray. Ja, das ist so die Phase, wo sich die Ersten schon verabschieden aus dem Wettbewerb, wo sie erkennen, nee, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns. Wo siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. So will es Galatasaray also angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und jetzt legen wir los. UEFA Champions League, Spieltag Nummer 4. Viele Spiele bleiben nicht mehr. Es gilt. Rudi. Nastasic. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt haben sie den Ball. Badou Ndiaye. Klasse Aktion, Ball ist weg. Donk. Margut durfte schon einige Erfolge bejubeln in seiner Karriere. Von dem wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst gibt es Probleme. Und die Situation geklärt. Caligiuri. Margut. Jetzt vielleicht. Ball geht an die Latte, da hat er Pech. Hat nicht viel gefehlt, war schon ein guter Versuch. Embolo jetzt. Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Jury. Sebastian Rudi. Da kommt die Hereingabe. Da können Sie erstmal klären. Sinan Gümüş. Und das ist der Ballverlust. Heute braucht S04 eine hochkonzentrierte Leistung, sonst wird es schwer. Stimmt, Wolf, sind nämlich beides gute Teams. Da können kleine Fehler schon entscheidend sein. Stark verteidigt. Da passt er auf und kann klären. Einwurf Schalke.
Schöpf. Gut. Caligiuri. Sie suchen die Lücke. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Mariano. Sinan Gümüş. Erneut der Ballbesitz von S04. Jetzt müssen sie aufpassen. Eckstoß also für Schalke 04. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. So, Ecke kommt. Alessandro Schöpf. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da kommt der Pass auf außen. Schöpf. Rudi. Lange Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Gute Aktion. Rudi. Nastasic. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Donk. Badu Ndiaye. Gut. Das war faul. Da muss er Freistoß geben. Geht an die Latte, da hat er Pech. Hat nicht viel gefehlt, war schon ein guter Versuch. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Schöpf. Mariano. Badu Ndiaye. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Rodriguez. Hereingabe jetzt. Erstmal rausgeforstet. Nastasic. Rudi. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Donk. Ganz einfach an den Ball gekommen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Breel, Donald. Und jetzt die Chance. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken.
gibt es das perfekte Timing für einen Treffer. Wenn es das gibt, dann haben es die Schalker bewiesen. Kurz vor dem Pausenpfiff. Und das kann wichtig werden für den weiteren Spielverlauf. Königsblau jetzt ganz sicher mit der Extraportion Selbstvertrauen. Jetzt also die Führung für Schalke. Badundjaye fängt diesen Ball ab. Nastasic. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. So, die zweiten 45 Minuten gehen los. An diesem vierten Spieltag hier in der UEFA Champions League. Schauen wir mal, was wir vom zweiten Durchgang erwarten dürfen. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Margut, Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Sinan Gümüş. Schöpf. Rudi. Gut. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt vielleicht. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Badundjaye. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Eren Derdiok. Schöne Aktion. Schöpf. Eren Derdiok. Toller Pass. Salif Sané. Caligiuri. Rudi. Weg ist der Ball. Tolles Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Super abgewehrt hier. Caligiuri. Schöpf. Sebastian Rudi. Das war einfach. Und er hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Badundjaye. Da zieht er ab. Das war knapp. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Salif Sané. Entschlossen geklärt. Da kommt die Flanke. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Hier nochmal dieser Treffer.
Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schöpf. Rudi. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gut. Eren Derdiok. Super dazwischen gegangen. Schalke will den späten Siegtreffer und die Fans geben noch mal alles. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Daniel Caligiuri. Jetzt schießt er. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Fernando. Badun Jaye. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ball kommt rein. Abgeblockt. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Pass auf die Außenbahn. Und da ist der Ball wieder weg. Rodriguez. Einwurf Schalke. Der Wechsel jetzt bei Galatasaray, Buschi. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Schöpf. Omar Mascarell. Bentaleb. Das könnte gefährlich werden. Breel, Donald, Embolo. Da ist die Hereingabe. Oh, ganz starke Aktion. Ja. Ist das schon der Siegtreffer? Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Was für eine dramatische Schlussphase. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er dem Stürmer vor die Füße. Jetzt also die Führung für Schalke. 8 Minuten jetzt noch. Fernando. Rodriguez. Younes Belanda. Salif Sané. Die letzten 5 Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vorne. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Schöpf. Omar Mascarell. Und jetzt der Schuss. Omar Mascarell. Das war richtig, richtig knapp. Und ein Tor hier wäre so wichtig gewesen. Younes Belanda. Assis am Ball. Königsblau wieder am Ball.
Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Sinan Gümüş. Mariano. Und damit endet dieses Spiel mit einem Sieg für den FC Schalke. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.